Hallo. Hallo Saskia, grüß dich, Abul-Bara ist dran. Hi. Geht's dir gut? Ja, mir geht's prächtig, danke. Alhamdulillah, hättest du gedacht, dass du irgendwann mal mit mir reden wirst? Ich hab's gehofft. Alhamdulillah. Ich habe eine wunderschöne Nachricht bekommen, Saskia, dass du, Alhamdulillah, dich entschieden hast, die wunderbare Religion des Islam, die meistverbreitetste Religion auf der gesamten Welt anzunehmen. Ist das richtig? Genau, richtig. Alhamdulillah. Hat dich jemand dazu gezwungen oder dir 500 Euro gegeben? Nein, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dann wollen wir nur von dir einige Wörter hören. Wie hast du zum Islam gefunden, Saskia? schwierige Frage, aber eigentlich ist es eher mein Herz, was das möchte. Endlich, das ist eigentlich, ja, wie gesagt, wie ich mit dem Bruder von Ihnen schon gesprochen hatte, dass ich dachte, es wäre schon die ganze Zeit so. Da ich aber nicht religiös aufgezogen worden bin, war es dann anscheinend nicht so. Und deswegen wollte ich es jetzt einfach einmal offiziell machen. Maschallah, maschallah. Aber ich denke, du hast ja etwas anders gelebt in der Vergangenheit, richtig? Genau, also ich wurde gar nicht religiös erzogen, weder christlich noch irgendetwas anderes. Also du bist ohne Religion aufgewachsen. Genau. Und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, ich brauche Allah in meinem Leben und ich muss an ihn glauben? Dass ich von Anfang an ihn geglaubt habe, ohne dass mich jemand gefragt hat, ob ich irgendwas möchte oder nicht möchte. Und wenn ich gefragt habe, war es eher, dass es ins Lächerliche gezogen worden ist. Ja. Also in deinem Herzen war schon immer Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden. Und es war niemals ein anderer Gott gewesen. Aber du wusstest nicht viel über den Islam. Ja, es ist dann halt schwierig, dass einem niemand etwas näher bringt oder beibringt, keine Verwandten da sind, die einem irgendwie Hilfestellungen geben. Na, na. Ja, das ist problematisch, dass manche Leute leider nichts mehr mit dem Islam zu tun haben, außer einige Wurzeln, die man von ihnen kennt. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und das sollte dir immer bewusst sein, Saskia. Allah subhanahu wa ta'ala wird Leute herbeibringen. Sie werden die anderen an die Religion erinnern, inshallah ta'ala. Das hoffe ich sehr. Inshallah. Möge Allah azawajal deine Eltern recht leiten und deine Umgebung, mit denen du auch vertraut bist. Und wir wollen dann inshallah das Glaubensbekenntnis mit dir sprechen, Saskia. Bist du bereit? Bin bereit. Dann sprich mir bitte nach. Ashhadu Ashhadu an an la la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasulullah. رسول الله Ich bezeuge, Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, angebetet werden darf, außer Allah. außer Allah. Und ich bezeuge, Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. dass Mohammed sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir alle haben bezeugt, dass du den Islam angenommen hast. Sehr viele Leute sitzen hier, die sich für dich freuen, Saskia. Und Dankeschön. verstehe das als eine Gnade von Allah, denn diese Gnade gibt Allah nicht jedem, wie du weißt. Und er hat dich auserwählt, dass du so eine Religion in deinem Herzen tragen darfst. Und jetzt musst du aber auch deine Dankbarkeit ihm gegenüber erweisen, dass du es würdig bist, diese Religion zu tragen, inshallah, Saskia. Inshallah. Vielleicht machst du heute eine Gesamtkörperwäschung, so dass Allah azawajal dich von allen Sünden befreit, bi'idhnillah ta'ala. Und wir bleiben mit dir in Kontakt, inshallah, Saskia, und Ja. werden dir auch ein paar Geschenke zukommen lassen, inshallah. Dankeschön. Das freut mich auch. Es war eine große Ehre für uns. Und wir sagen dir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. So. Alhamdulillah, zum Abschluss des Tages haben wir noch eine weitere Konvertierung. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das ist das Schönste, was Allah azawajal uns geben kann, dass er uns Beispiele zeigt. Und wir haben heute den Dars gemacht und erleben jetzt was? Erleben jetzt genau den Traum vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. So, ist die Puste ausgegangen? Ich habe gesagt, der Prophet. كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية
كل الخلائق حاضرة كل السرائر